Mit 170% Motivation und Kampfeswille sind die Hamburger nach Berlin gereist, um bei Union Berlin 3 Punkte zu holen. Ich rede jetzt aber nicht von den HSV-Spielern, nein. Ich rede von den HSV-Fans, die Woche für Woche für Woche für Woche über Monate, Jahre, Jahrzehnte ihrem HSV bei allen Auswärtsspielen hinterherreisen oder aber bei Heimspielen in den Volkspark pilgern und immer wieder bis zu 250.000% an Motivation und Kampfeswille zeigen, um die Mannschaft nach vorne zu peitschen. Und jedes Mal seit Jahren werden sie immer und immer wieder enttäuscht. Ja, der HSV hat's jetzt auch mal wieder geschafft. Fast geschafft, muss man dazu sagen. Eine Saison völlig ins Chaos und völlig in die Katastrophe reinzusteuern, ja. Die letzten Jahre hat man immer und immer wieder um den Abstieg gekämpft. Jetzt kämpft man mal um den Aufstieg. Ja, klingt ja positiv. Aber nachdem man letzte Saison ja abgestiegen ist, bekanntlicherweise in die zweite Liga und jetzt über Wochen und Monate auf dem zweiten Platz rumdödelte und die ganze Rückrunde versaut hat, ist es eigentlich auch kein Wunder, dass Union die Chance gewittert hat und gesagt hat, wir machen hier mal den Sack zu, ziehen am HSV vorbei und haben souverän mit 2:0 gegen den HSV gewonnen. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an die Berliner. Ihr habt richtig gekämpft, gefightet da auf dem Platz. Das muss man ganz ehrlich sagen und deswegen meine Glückwünsche an euch. Ihr habt euch die Punkte redlich verdient. Ja, und lieber HSV, was ist noch passiert? Ganz genau. Im Parallelspiel hat dann Paderborn auch noch gewonnen und die sind dann, nachdem sie sich immer und immer weiter an uns rangenähert haben in der Tabelle, auch an uns vorbeigezogen. Und jetzt ist der HSV auf dem 4. Platz der 2. Fußball Bundesliga. Und jeder Hamburg-Fan muss sich jetzt einfach mal fragen, habt ihr einen an der Marbel oder was? Wisst ihr überhaupt nicht, was das überhaupt jetzt gerade für einen Saisonabschnitt ist oder was? Da geht das um den Aufstieg. Oder seid ihr alle schon im Sommerschlaf? Weil vom Winterschlaf kann man ja nicht reden bei den Temperaturen hier mit kurzen Ärmel und sowas. Nee, ihr seid schon alle im Sommerschlaf. Oder liegt alles schon irgendwo am Strand oder was? Oder seid schon bei eurem neuen Verein oder wie? Meine Fresse, was war denn das da für ein Scheißgestümper? Gott sei Dank habe ich nicht gewettet. Mein bester Freund wollte mit mir noch wetten vor ein paar Wochen und hat gesagt, hier, pass mal auf, ich wette dagegen, weil ich nämlich gesagt habe, pass mal auf, der HSV berappelt sich jetzt wieder. Die packen das auch, direkten Aufstieg, das schaffen sie doch. Man ist ja als Hamburger auch unheimlich motiviert, ja. Man sieht ja schon den Toten wieder Lebende und sowas, ne, und solche Geschichten. Aber die Wahrheit, die will man immer gar nicht wahrhaben. Zumindest nur ganz wenige. So, und ich hatte mit ihm fast gewettet. Ich wollte eigentlich sagen, pass mal auf, wenn der HSV jetzt nicht 5 Siege in Serie mehr einfährt, dann lasse ich mir mein Bart so lange wachsen, bis er 5 Siege einfährt in Folge, ja. So, stell dir mal vor, ich hätte das gemacht. Der bräuchte mein Bart jetzt ein Visum, Mann, weil er nämlich durch 348 Länder reichen würde. Um den ganzen Globus rum, Mann. Meine Fresse nochmal, kriegst du einen Blutdoktor. Was ist denn da schon wieder los, Mann? Leute, Alter, das kann doch nicht wahr sein, oder was? Vielleicht solltet ihr mal so eine Challenge machen. Sieht mal vielleicht ganz lustig aus. Lasst ihr euch die Bärte wachsen, bis ihr mal 5-mal hintereinander gewonnen habt. Der muss echt, der hat im Volkspark alleine schon, der Rasen an Anzahl von Grashalm. Ja, hat dein Konkurrenz durch die Anzahl der Haare, die denn nämlich da alle so kreuz und quer rumliegen. Sieht bestimmt ganz lustig aus, wenn ihr euch alle da verknotet oder was. Aber passt lieber auf, dass ihr eure Bartehaare nicht mit euren Arschhaaren nachher noch verknotet oder was. Und nachher noch so eine menschliche Kette bildet da. Meine Fresse nochmal. Was denn da los, Mann? Union Berlin. 6-Punkte-Spiel. Runtergefahren da. Stümperfußball. Die Fans, die reißen euch durch die ganze Bundesrepublik hinterher. Lassen Tausende von Euros liegen. Ja? Und nur um euch nach vorne zu fighten. Und jedes Mal kriegt man als Fan auf die Fresse. Jetzt sind noch 3 Spiele in der laufenden Saison. Wie wollt ihr das eigentlich aufholen? Aber der Hammer ist ja immer noch letzter Spieltag. Zu Hause gegen den MSV Duisburg. Insgeheim. Da hat man sich beim HSV anscheinend schon ausgemalt. Geil, das wird denn das Schlussspiel mit anschließender Aufstiegsfeier. Da können wir mal richtig zulangen. Bis zu 85 Euro soll so ein Ticket kosten. Aber ist ja auch kein Wunder. Seht ihr auch europäische Größen, die da auf dem Platz stehen. Ne? Der deutsche Meister von 83, nämlich der HSV, trifft denn da auf den vizedeutschen Meister von 1964, MSV Duisburg.
europäisches Topspiel. Da kann Bayern München, Real Madrid, können überhaupt nicht mithalten. Aber am meisten leid tun mir wirklich die Fans, die euch andauernd hinterherreisen, ja, und ihr ganzes Geld für diesen Verein opfern. Aus Herzblut, Mann. Wegen Herzblut, weil sie an diesem Verein hängen. Ich hänge genauso an dem HSV, auch wenn ich nicht zu jedem Spiel fahren kann. Ist mir einfach nicht möglich aus familiären Gründen. Aber ist ja auch vollkommen egal. Man fiebert immer und immer wieder mit. Und immer wieder fährt man wieder zur Arbeit am Spieltag, muss den Kopf hängen lassen. Guck mal, hat dein HSV wieder verloren oder was? Man kriegt von euch als Fan immer nur ein in die Fresse. Man kriegt einen Bugs mit dem Anlauf, ja, und ihr lacht euch dabei auch noch kaputt. Und wenn man sich da die Stimme in den ganzen Interviews dann heranhört, dann kriegt man das blanke Kotzen, Mann. Ganz ehrlich jetzt, reißt euch mal den Arsch auf, wenn ihr überhaupt noch was in dieser laufenden Saison überhaupt noch stemmen könnt. Mal wieder ist der HSV in der Situation, dass man jetzt auf die Schützenhilfe anderer angewiesen ist. Union hat 13 Tore in der Tordifferenz, 13 Tore, ein besseres Differenzverhältnis wie wir, ja? Oder was wollt ihr machen in den nächsten drei Spielen, in den letzten Spielen? Wollt ihr denn irgendwie 25 Tore schießen oder was? Damit man dann vielleicht nochmal auf Relegationsplatz kommt. Und dann spielt man gegen den absteigenden Relegationsgegner von der Bundesliga. Also VfB Stuttgart oder so. Und da wollt ihr denn was holen oder was? Gegen Aue war nichts drin, gegen Magdeburg war nichts drin. Aber Stuttgart will man dann weghauen, wenn es denn Stuttgart wird oder wie. Alter Schwede, du, das ist alles nicht mehr normal, du. Ehrlich mal. Liebe HSV-Spieler, ja, es ist ja nicht nur immer der Trainer, wobei, wenn ich mal so an das Union-Spiel denke, ja, die erste Zeit habe ich noch gedacht, warte mal, irgendwie ganz komisch, du, wer stirbt da eigentlich beim HSV? Man muss Tore schießen, um Punkte zu sammeln. Meine Fresse nochmal. Und nehme ich dieses Hin- und Hergewürfel da. In der Aufstellung. Zum Kotzen sowas. Da werden da Spieler eingestellt, die Monate verletzt waren. Ihrer Form Monate hinterherlaufen. Ja? Wie Gideon Jung, der seiner Form Monate hinterherläuft. Und dann sowas. Und dann passiert das nun mal wie das 1-0 für Berlin. Dann ist das nun mal so. Den Jung kann man jetzt keinen großen Vorwurf machen. Ja? Aber was stellt der Trainer denn den Spieler in so einem wichtigen Spiel auf da? Vielleicht hat er im Training die paar Male davor gezeigt, ja, mit dem könnte man vielleicht mal setzen oder so. Ja, mein Gott nochmal. Never change a running system, ja? Unsere Verletzungssorgen sind auch wieder weg. Warum spielt Lasogga nicht von Anfang an? Ja, was soll das zum Beispiel? Warum wird denn irgendwie alles hin und her gemodelt da? Das werfe ich dem Trainer vor. Diese ewige taktische und Aufstellungsänderung, ja, an die sich keine Sau gewöhnen kann. Nicht mal als Fan. Ja, da guckst du dir hin, oh, wir spielen da jetzt schon wieder. Da musst du dir schon ein Lexikon nehmen, um nachzuschlagen, wer das alles ist da. Da, um ein Lexikon von dem aktuellen Kader des HSV. Bis in die unterste Liga runter. Ja, aber Spieler, die uns verlassen wollen, wie Luis Holtby, der gesagt hat, pass mal auf, ich möchte nicht mit in diesem Spiel. Ich möchte nicht mit in den Kader. Der kriegt gleich die Riesenwatsche. Ne, du brauchst hier nie wieder anfangen. Im Sommer läuft dein Vertrag eh aus. Das ist ein Leistungsträger, Mann. Zumindest was die Leistungsbereitschaft und die Leistungskurve des HSV angeht. Da kann man so einen Spieler doch nicht schon jetzt sagen, ja, dann war's das jetzt für dich. Kannst eigentlich schon mal deinen Spitzschlüssel abgeben hier. Alter Schwede, ist alles nicht mehr normal, du. Ehrlich. Der HSV, wirklich jede Saison wird er zum Chaosverein, macht negativ Schlagzeilen und alle Welt lacht über den HSV. Es ist zum Kotzen. Was ihr euren Fans damit antut, euren treuen Fans, das habt ihr anscheinend noch immer nicht verstanden. In den letzten Jahren, das war die letzten Jahre schon so, das ist diese Saison schon so. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt am Schluss landen, weil dann ist die Abreisewelle groß. Da müsst ihr erstmal ganz großen Kasten rausholen für die ganzen Spitzschlüssel, die da drinnen liegen. Weil nämlich die Hälfte von unserem Kader A, finanziell gar nicht mehr zu halten ist, B, auch in der Klasse gar nicht mehr spielen will, die Verträge auslaufen und C, eigentlich ihr schon das Licht ausmachen könnt, weil finanziell muss der HSV aussteigen, um überhaupt noch was rauszuholen. Oder wollt ihr wieder mal Opa Kühne kratzen gehen? Mach mal wieder ein paar Millionen locker oder was? Der meint das auch immer nur gut mit dem HSV. Auch jetzt mit den Stadionrechten hier, Volksparkstadion mit dem Namen. Das finde ich geil, dass er das macht. Der Mann ist über 80. Meint ihr, der ist jetzt auch 60 Jahre lang HSV-Fan und macht 60 Jahre lang noch sein Portemonnaie auf oder was? Aber das glaubt ihr anscheinend wirklich. Meine Fresse nochmal. Seht zu, dass ihr jetzt die Saison einigermaßen vernünftig abschließt. Und wenn ihr in der zweiten Liga bleibt, dann mit Würde und mit Ehre. Und nicht so, dass die Fans immer wieder in die Fresse kriegen. Aber trotz alledem,
Egal wie viele Ohrfeigen man auch immer wieder kriegen mag, nur der HSV, ein Leben lang die Raute im Herzen, macht was draus. Tausende Menschen eifern und fiebern euch hinterher, um euch nach vorne zu peitschen. Auch von den Spielern oder. Oder am besten stellt Marcel Janssen, ja, den HSV-Präsidenten auf den Platz. Das ist meiner Meinung nach der Einzige, der noch in der Lage wäre, auch spielerisch da irgendwas zu lösen. Weil der Bengel hat Grips, Schneid und kann Fußball spielen. Das konnte er damals auch schon. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Oder ihr Hut wie der Ruth van Nistelrooy. Oder Van der Vaart. Oder keine Ahnung was. Ne? Oder lasst Uwe Seeler spielen. Aber wenigstens welche, die mit Herz daran gehen, die das Teil hier im Herzen tragen, ja, und sich für den Verein und für die Fans aufopfern. Meine Fresse nochmal, du. Zählt wirklich keine Sau im Kopf mehr aus, du.